Leopoldstraße und Münchener Freiheit. Zentraler Verkehrsknotenpunkt und beliebtes Wohnviertel zugleich. Doch über die Mietpreise herrscht hier großes Schweigen. Entschuldigen Sie, wir machen eine Umfrage zu den Mietpreisen hier. Wollen Sie dazu was sagen? Es geht um Mietpreise. Entschuldigen Sie, wir machen eine Umfrage zu den Mietpreisen in dieser Gegend. Einer vielleicht doch. Grüß Sie Gott, wir machen eine Umfrage zu den Mietpreisen. Sind Sie da zufrieden hier? Oh, natürlich nicht. Überhaupt nicht. Am Hart im Norden von München, die Atmosphäre hier etwas trostloser als in der Innenstadt. Eine durchschnittliche Wohnanlage, billige Mietpreise sucht man dennoch vergebens. Wo ist in München billig? Nirgends. Das war ein Grund, warum ich eigentlich also praktisch dort außerhalb gezogen bin. Wenn es von oben nicht kommt, solange das die freie Marktwirtschaft ist, wird sich auch nicht viel ändern. Philipp Bunz ist Immobilienmakler in München. Er ist tagtäglich der Diskussion zu den hohen Mietpreisen ausgesetzt. Im aktuell veröffentlichten Mietspiegel wird wieder einmal ein Anstieg der Preise fokussiert. Wir haben hier in München eine Durchschnittsmiete, die liegt bei ungefähr 10,60 Euro, kalt auf den Quadratmeter. Meiner Meinung nach ist, wenn ich hier in München eine Wohnung habe, die zu diesem Preis vermietet wird, dann kann man schon fast von Schnäppchen reden, weil die Praxis sieht anders aus. 23 Cent mehr Kosten pro Quadratmeter in den letzten 2 Jahren. Preiswerte Wohnung, Fehlanzeige. Wenn Sie sagen, Sie wollen zentral wohnen, Sie wollen in Schwabing, Maxvorstadt, am Englischen Garten wohnen, da wird es per se schon mal schwierig. Da werden Sie wahrscheinlich nichts Preiswertes finden. Toni Ried kandidiert als Politiker für die Freien Wähler. Auch er kommt mit einer klaren Aussage. Es ist ja nicht mehr der sozial Schwächere. Es kann sich ja fast keiner mehr diese Entwicklung leisten. Die Landeshauptstadt von Bayern wird als Wohnort immer beliebter. Bei der Suche tappen aber immer mehr Menschen im Dunkeln.